In diesem kleinen Video wollte ich einmal zeigen, wie die Klimaanlage funktioniert. Die ganze Bedienung für die Heizung und Klimaanlage ist hier in der Mitte, in der Mittelkonsole angebracht. Selbst wenn die Klimaanlage komplett aus ist, gibt es einen leichten Luftzug, der dafür sorgt, dass irgendwie die Scheiben nicht beschlagen. Und den kann man umstellen, indem man auf Mode klickt und dann die einzelnen Positionen, die Symbole sind alle bekannt. Frontscheibe, Fuß, Kopf, Fuß, Kopf zusammen oder halt eben nur Fuß durchklickt. Wenn man das Ganze jetzt anmacht, geht es hier auf On. Genauso kann man es auch natürlich wieder off machen. Wenn man es aber einmal auf On hat, hat man an dem einen Drehrad die Temperatureinstellung. Jetzt hier auf 19 Grad. Man kann nochmal auf Auto klicken, dann wird alles andere automatisch gemacht. Ist das halt eine Klimaautomatik. Alternativ kann man allerdings auch selber den Modus einstellen. Natürlich wieder auch hier auch die Gebläsestärke, die bekannte Taste Luft von außen oder Luft aus dem Auto. Und natürlich kann man die Klimaanlage auch ausstellen, denn ohne Klimaanlage spart das Auto natürlich auch etwas Leistung und kann dann etwas weiter fahren. Zusätzlich natürlich noch Frontscheibenheizung und Rückscheibenheizung und ganz rechts und ganz links die beiden Schalter für die Sitzheizung. Einmal drücken, volle Sitzheizung, nochmal drücken, jetzt etwas weniger, nochmal, noch weniger und beim dritten Mal drücken wieder ganz aus. Ja, das ist einfach die Klimabedienung und im nächsten Schritt geht es weiter zum nächsten Thema.